Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ist immer komisch, wenn ich angesagt werde, ich habe eine Frau dabei und komme dann so ganz ohne. Ja, ich habe ein Nilpferd dabei und da gleich mal die erste Frage. Haben wir irgendwie jemand aus der Berufssparte, Tierpfleger oder Zoofachhändler oder sowas irgendwie da? Ist immer schön, wenn einer auf den anderen deutet. Da oben? Ja, woher? Sag, was magst du beruflich? Ja, er hat auf dich gedeutet, weil... Das ist schön. Das hat was mit Zoo und so zu tun. Okay, ich frage anders. Wo sind die Krankenpfleger? Ich habe das vorhin mitbekommen. Wo, hier, ja, weil Amanda geht es heute echt relativ schlecht. Das sage ich gleich mal vorweg. Und drum wäre es gleich, ich hol schon mal mein Wägelchen her, drum wäre es gleich ganz cool, wenn ihr sie wirklich so, ja, ganz herzlich empfangt und vielleicht mit so einem großen Applaus, dass es ihr so ein bisschen besser geht. Und wenn nicht, dann sind ja die Krankenpfleger da. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Hier ist sie, das durchgeknallteste Nilpferd Deutschlands. Hier ist Amanda. Auf geht's. Jawohl, hallihallo. Amanda. Hi. Geht's dir gut? Es geht so. Bitte? Es geht so. Ich habe jetzt extra einen schönen Empfang hier bereitet, jetzt benimm dich, ja? Es geht so. Können wir jetzt anfangen? Es geht so. So, ja, das ist Amanda, ich hoffe, dir geht's gut. Es geht so. Würde ich trotzdem bitten, ja, wir sind heute hier, Köln, wir kommen aus Würzburg, wir sind angereist heute hier nach Köln. Hab dich extra ein bisschen neu eingekleidet, ja? Ja, ich bin beschriftet. Bitte? Alter, ich bin beschriftet. Ja. Was steht da? Da steht Nilpferd. Nilpferd! Warum steht es da? Ja, weil es halt da steht. Muss man sich da hinschreiben? Es steht halt da. Die sind doch nicht doof, oder? Jetzt bitte. Informatiker, weiß, was ich bin. Jetzt komm. Nilpferd, was soll ich sonst sein? Ein Hamster? Jetzt bitte. Das ist ein Nilpferd, ja? Ja, was steht da dir? Bei mir steht hier Comedy. Comedy! Denkst du, du bist lustig? Comedy, der Herr Komödiant. Jetzt komm bitte nicht. Wir sind hier in einem Waschsalon heute. Ich seh's, warum? Willst du eingehen? Jetzt komm bitte. Hey, komm, setz dich in eine Trommel. Willst du abnehmen? Jetzt. 30 Grad, eine Runde, zack, bist du schlank. Jetzt. Es scheint schon wieder besser zu gehen, ja? Es geht so. Dann sag mir bitte, was ist dein Problem? Ich hab Hunger. Ach, da, Herr Wedewind, du hast Hunger. Ja. Hör mal zu, ich hab dir doch gesagt, ich bin momentan so ein bisschen am Abnehmen, ja? Ja, was hab ich damit zu tun? Genau genommen sehr viel, weil wenn wir gemeinsam unterwegs sind, teilen wir uns sozusagen eine Garderobe und da gibt's momentan nicht viel zu essen, ja? Das ist sehr überschaubar dort, ja? Ja, so nennst du nix. Na, nix ist es auch nicht, ja? Ja, jetzt macht er da auf Diät und heute Nacht hockt er dein Restaurant zur goldenen Schachtel. Was? Auch McDonald's genannt. Jetzt komm. Ja. Bitte, wir gehen heute nicht zum Meckels. Gehen wir zum Burger King. Wir gehen auch nicht zum Burger King. Du glaubst nicht, dass ich seit Tagen und Wochen Kalorien am Koche... So nennst du das? Hä? So nennst du das? Kalorien am Koche? Wisst ihr, was ich gestern zu essen bekommen habe? Kalorienarme Tomatensuppe à la Sebastian Reich. Ja, cooles Rezept. Heißes Wasser. In einen roten Teller. Verarschen kann ich mich selber. Heute habe ich noch gar nichts gegessen. Oh. Ihr seid doch gekauft. Jetzt komm bitte nicht. Ich fühle mich schwach. Jetzt. Du brauchst einen Krankenpfleger. Jetzt komm, ja. Ja. Oder ein Bier? Hast du ein Bier? Ja. Ja, wie heißt du? Michael. Bist du Single? Jetzt ist der Lanzner gleich her. Jetzt komm. Alter, der geht ran, das gefällt mir. Jetzt. Bist du Single? Ja? Bist du Single? Ja, wie? Ja oder nein? Bist du noch unentschlossen? Also wir können dich auch mitnehmen, kein Problem. Jetzt komm bitte nicht. So, komm. Könntest du dich jetzt bitte benehmen, ja? Ja. So, ich möchte mal eines muss ich sagen. Amanda ist immer so, die macht mich immer so ein bisschen nieder. Und du bist diejenige, ich darf erinnern, 1. Januar standst du vorm Spiegel und sagst, ich fühle mich so dick, ich möchte ein bisschen abnehmen. Esst du mich nach? Du bist sehr aggressiv, wenn du hungrig bist. Ja, ich kann dich beruhigen. Du gehst später in meine Tasche, da ist von gestern noch ein Brötchen drin, ja? Ja, ich hätte gerne eins von heute. Musst du mich morgen noch mal fragen. Ach, der lustige Herr Komödiant hat einen Witz gemacht. Ich mach mir gleich ins Höschen. Michael, dann wird's nass da unten. Jetzt komm bitte. Lass mal bitte. Alles gut, ja.
Dabei ist Abnehmen so einfach. Ich mache das momentan, ist echt. Man muss zwei Dinge beachten. Die sind? Punkt 1, Ernährung umstellen. Was? Ernährung umstellen. Umstellen? Ja. Umstellen. Ernährung umstellen, ja? Ja. Vorspeise links, Hauptgang rechts. Was? Ich stell's morgen anders hin, wenn's hilft. Du raffst es nicht. Kohlenhydrate weglassen. Was? Kohlenhydrate weglassen. Nach 18 Uhr lasse ich Kohlenhydrate weg. Was ist das? Kohlenhydrate ist Reis, Kartoffeln, Nudeln, Brot. Ja, um Gottes Willen! Klatscht bloß nichts für den. Warum sollen die für mich nichts klatschen? Nach 18 Uhr? Was? Schätzchen, der Applaus ist des Künstlers Brot. Die klatschen doch nun so. Jetzt komm. Ab in die Waschmaschine. Jetzt hör auf. Ja. Ja. Wo sind jetzt die Krankenpfleger? Die saßen da oben, glaube ich. Wo war? Hier? Hier? Ach, schön. Guck mal. Wenn ich jetzt hier umkipp, wiederbelebst du mich. Ja, sagt man das? Wiederbelebst du mich? Michael, kannst du das auch? Ja, der schüttet mir höchstens das Bier ins Gesicht. Jetzt. Ja. Scheißegal, Hauptsache, ich kriege heute noch einen Kerl. Jetzt hör auf. Ja. Weißt doch, geil, bist du hier nicht auf Single-Börse, ja? Ja, ich kann flirten. Du und flirten. Soll ich dir zeigen? Nein, du zeigst mir nicht. Michael. Ich habe heute Morgen extra eine Kirsche gegessen, die ist hier in meinem Bauch. Lass nicht dein Moscherie sein. Hey, das ist sowas von plump und platt, ja? Aber er steht drauf. Jetzt komm, ja. Der glüht mich an. Jetzt bitte, lass es einfach, ja? Ja. Sexy Michael. Jetzt komm, ich, nein. Weißt du, du fragst mich hier nach Abnehmtipps und so, weil du selbst immer rummotzt, ja? Und du hörst mir nicht richtig zu. Weißt du, man muss diese Dinge beachten. Punkt 2 neben Ernährung ist natürlich Sport, ja? Güttersport. Ey, du nervst mich sowas, ja? Das macht überhaupt keinen Sinn, mit dir zu quatschen, ja? Ja, aber wo übernachten wir heute? Bitte was? Wo wir übernachten? Wieso stellst du jetzt zwischendrin plötzlich so eine bescheuerte Frage? Wo übernachten wir? Wir sind in Köln, wir sind aus Würzburg hergefahren, wir übernachten hier im Hotel, ja? Ja, krieg ich ein Einzelzimmer? Nein, du kriegst kein Einzelzimmer. Warum? Weil wir uns wie immer ein Doppelzimmer teilen. Ich hätte gerne ein Einzelzimmer. Du kannst kein Einzelzimmer haben. Warum? Weil es so ist. Erklär's mir. Muss ich deutlich werden? Ja. Du bist nicht eigenständig. Was? Du bist nicht eigenständig. Was? Muss ich noch deutlicher werden? Ja. Du bist eine Puppe. Bitte? Du bist eine Puppe. Natürlich! Ich bin eine Puppe! Alter, du bist so fertig mit der Welt! Eine Puppe? Moment, du teilst dir also ein Doppelzimmer mit einer Puppe! Da fragst du dich noch, warum du Single bist? Alter Schwede. Weißt du was? Es macht überhaupt keinen Sinn, mit dir über jegliches zu diskutieren. Weder über Hotelzimmer noch übers Abnehmen. Kannst du das? Hör mal zu. Weißt du, ich habe seit 1. Januar, habe ich so ein bisschen hier, ja, mit viel Disziplin 4,7 Kilo abgenommen, ja? Was dann? Wow! Schätzchen, du sollst mich anglühen. Jetzt, komm. So, trotzdem, 4,7 Kilo, ja? Ja, was dein Friseur? Jetzt, ich war auch beim Friseur. 4,7 Kilo sind 4,7 Kilo, ja? Ja, Vorsicht! Was ist jetzt? Da ist eine Ritze. Hä? Nicht, dass du reinrutscht. Jetzt. Also, 4,7 Kilo habe ich abgenommen, ja? Ja, wie viel wiegst du jetzt? Bitte? Gewicht, Fragezeichen. Zum Mitschreiben, GEWICHT, Fragezeichen. Glaubst du allen Ernstes, dass ich dir heute Abend hier in Köln vor all den Leuten hier mein Gewicht verrate, ja? Och, ein Mädchen! Sag halt wenigstens die ersten zwei Zahlen. Es langt jetzt, es war cool bei euch. Vielen Dank, schönen Abend noch. Dankeschön! Sebastian Amanda. Reich und Amanda! Dankeschön, tschüss Michael! Tschüss mich! Komm, du nach da unten. Scheiße, es ist dunkel. Wo fährst du mich denn hin? Lass es einfach, ja? Ich ruf den Tierschutz. Hör jetzt auf, ja. Mach's gut. Ciao, danke.
Die deutsche Raumfahrt hat eine Raumsonde ins All geschickt mit dem Namen Rosetta. Rosetta. Ist dir nichts Besseres eingefallen? Ich meine, da sitzen 500 kluge Köpfe an einem Tisch und überlegen, wir brauchen einen Namen. Wir brauchen einen Namen. Und irgendwann springt einer auf. Nennen wir es doch Rosetta.